Hallo, ich bin's wieder, Steuerberater Klaas-Peter Müller aus Hamburg. Mit allen Kontaktdaten zu finden unter cpm-steuerberater.de. Ich melde mich heute aus dem Textmobil mal zum Thema Buchhaltung. Und zwar folgendes. Grundsätzlich, also darauf läuft eigentlich das Video hinaus, Buchhaltung bitte unbedingt monatlich erstellen. Damit Buchhaltungen als ordnungsgemäß gelten, müssen sie zeitnah unabänderbar sein. So, das ist grundsätzlich erstmal die Aussage. Das ist gesetzlich soweit nicht fixiert. Aber die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchhaltung laufen eben darauf hinaus, dass eben die wirtschaftlichen Vorgänge, die dem Unternehmen zugerechnet werden, die müssen zeitnah festgeschrieben oder zumindest unabänderbar sein oder zumindest so darlegbar sein, dass man den Verlauf nachvollziehen kann. Wenn Änderungen passiert sind, dass man sie eben seitens des Finanzamtes nachvollziehen kann. Das ist eine grundsätzliche Aussage, weil oft besteht das Problem, dass die Buchhaltungen dann auch erstmal nur so erfasst werden oder festgeschrieben werden, so wie die Umsatzsteuervoranmeldungen erstellt werden müssen. Und das ist eigentlich nicht richtig, weil die Abgabe der Umsatzsteuervoranmeldung hat nichts damit zu tun, wie die Buchhaltung zu machen ist. Das heißt, unser Appell an unsere Mandanten ist immer die Buchhaltung monatlich. Das heißt, zusammenstellen, entweder uns, wenn es umfangreicher ist, wöchentlich zur Verfügung stellen oder über welche Plattform auch immer, wenn das Unternehmen online ist, dann laufend sozusagen zur Verfügung stellen. Aber eben so aufbereitet, dass sie zumindest monatlich festgeschrieben oder unabänderbar erfasst werden können. Das ist eine große Bitte und immer noch mal der Hinweis, dass sozusagen ganz praktisch gesehen, wenn der Monat rum ist, die Unterlagen so weit aufarbeiten, zusammenstellen, dass sie eben erfasst werden können im Folgemonat. Das heißt, das ist alles noch ein zeitnaher Rahmen. Ne? Und auch gilt auch für die Unternehmer oder Selbstständigen, die eben keine Voranmeldung abgeben müssen oder nur quartalsweise, wie gesagt, eben abgeben müssen, dass die Buchhaltung, die Erfassung der wirtschaftlichen Vorgänge trotzdem zeitnah passiert. Das heißt, eigentlich in dem Moment, wo ich die unternehmerische Entscheidung treffe, dass etwas unternehmerisch eingekauft ist, dass dieser Vorgang eben auch in der Buchhaltung unternehmerisch erfasst wird. Weil das Problem besteht darin, dass ein Vorsteuerabzug theoretisch nur besteht, wenn ich zum Zeitpunkt der Verausgabung der Gelder oder des Geschäfts, welches ich tätige, dass ich hier die unternehmerische Entscheidung gefällt habe. So, und dieses Fällen in dem Moment, also der Entscheidung, muss ich dem Finanzamt gegenüber theoretisch ja nachweisen. Ne? Also ein Auto gekauft, das ist immer das dramatischste Beispiel, weil da die Vorsteuerbeträge immens sein können, ist eben so, dass ein Fahrzeug im Januar gekauft, als Einzelunternehmer, da steht mein bürgerlicher Name drauf, man weiß in dem Moment aufgrund der Rechnung ja nicht, ist es unternehmerisch, gewerblich oder wie auch immer gekauft oder privat. Das heißt, ich bekomme eine Rechnung, habe in dem Moment, wenn ich es privat kaufen würde, keinen Vorsteuerabzug. Wenn ich es als Unternehmer kaufe, unternehmerisch tätig bin, und steuerpflichtige Umsätze tätige oder anders oder zum Vorsteuerabzug berechtigt bin, dann habe ich auch den Vorsteuerabzug in dem Moment. Wenn ich mich jetzt ein halbes Jahr später entscheide, ach, es wäre doch schöner gewesen, das Fahrzeug als Unternehmensfahrzeug zu führen, kann ich mich theoretisch immer noch entscheiden, es ein Unternehmensfahrzeug werden zu lassen. Aber dadurch, dass die unternehmerische Entscheidung, es betrieblich zu nutzen, erst ein halbes Jahr später passiert, habe ich theoretisch keinen Vorsteuerabzug, weil ich ja das Fahrzeug einlege ins Betriebsvermögen. Ich habe es offensichtlich ja vorher privat gekauft. So, und wenn hierüber jetzt Streit entsteht, wann die Entscheidung gefallen ist, etwas unternehmerisch zu nutzen, ja, kann es sein, dass man das Nachsehen hat, weil man nicht die Buchhaltung so gestaltet hat, dass man beweisen kann, dass zeitnah alle betrieblichen wirtschaftlichen Vorgänge auch dem Betriebsvermögen zugeordnet wurden. Das ist so ein bisschen der Hintergrund bei der ganzen Geschichte. Das ist alles noch etwas entspannter und die Nachfragen seitens des Finanzamtes sind in der Praxis noch nicht so gravierend, dass man diesen Sachverhalt nachweisen kann. Aber
Jeder, der mich kennt, ich bin ein Mann der Vorsicht. Man weiß nicht, was in 2-3 Jahren ist. Und nichts ist schlimmer, dass wenn das Finanzamt 2025 eine Prüfung gestaltet und feststellt, dass ein Fahrzeugkauf ja erst zur Aufstellung der Steuererklärung oder der Gewinnermittlung offensichtlich erfasst wurde und vielleicht dann auch erst der Vorsteuerabzug geltend gemacht wurde, noch schlimmer, dann ja, hat man wahrscheinlich ein Problem, dass man sagt, okay, Betriebsausgabe mag alles sein, aber offensichtlich zum Zeitpunkt des Entschließens oder der Zeitpunkt des Entschließens, dass es betrieblich ist, dass genutzt wird, das Fahrzeug ist eben nicht beim Kauf passiert, sondern erst später. Dann habe ich keinen Vorsteuerabzug beim Kauf und später eine Einlage. Das sind so theoretische Fallstricke, die passieren können und wahrscheinlicher auch sind, je größer die Beträge sind, um die es dann geht. Ja, ob ich bei Stables irgendwie irgendwas gekauft habe oder wo auch immer und habe dann einen Vorsteuerabzug von 10,56 Euro erst später erfasst, das ist, glaube ich, praktisch erstmal nicht das Problem. Aber die Theorie dahinter ist die gleiche. Ich muss zum Kaufzeitpunkt meinen Entschluss nachweisen, betrieblich oder privat. Das ist der Hintergrund bei der ganzen Geschichte, weswegen die Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchhaltung vorschreiben, alle wirtschaftlichen Vorgänge müssen zeitnah erfasst werden und unabänderlich erfasst werden, eigentlich dann auch festgeschrieben werden. Dass ich eben, wenn im Nachhinein Entscheidungen passieren, die anders laufen wie ursprünglich, dass ich das nachvollziehen kann, weil ich umbuchen muss und nicht den ursprünglichen Vorgang einfach abändere, weil das darf ja nicht sein. Ne? Also dadurch der Aufruf nochmal an alle, die Buchhaltung selber machen, zeitnah die Vorgänge erfassen, um nicht in die Schwierigkeit zu geraten, dass im Nachhinein unterstellt wird, dass ja, man hat keine ordnungsgemäße Buchhaltung und man läuft vielleicht sogar Gefahr, dass Hinzuschätzungen passieren. Ja, man sozusagen Gelder versteuert, die man noch nicht mal verdient hat. Gar nicht mal so, dass man den Vorsteuerabzug nicht hat, aber man muss etwas versteuern, was ich noch nicht mal vereinnahmt habe. Das ist ja sehr dramatisch und ärgerlich dann später, weil man muss immer davon ausgehen, dass Betriebsprüfungen, so wie ich das immer meinen Mandanten erkläre, ja nicht morgen und die letzte Woche prüfen, sondern Betriebsprüfungen finden ja sehr viel später statt und prüfen einen Zeitraum, der vielleicht 3-4 Jahre her ist. So, und das und der Wissensstand des Finanzamtes ist in 3-4 Jahren natürlich viel größer. Wir haben auch mehr Rechtsprechung gelesen. Das heißt, bis dorthin hat sich alles entwickelt und wir können früher eingreifen. Aber das ist ein Punkt, der jetzt schon beachtet werden soll. Buchhaltung immer zeitnah. Und was zeitnah heißt, sind Kritiken ja angebracht, aber ja, die meisten laufen wohl darauf hinaus, die meisten Äußerungen, dass es zumindest mit der Umsatzsteuervoranmeldung passieren soll, was allerdings nicht richtig sein kann, weil eben der eine quartalsweise abgibt, der andere monatlich, der eine mit Dauerfristverlängerung, der andere ohne. Das heißt, das kann ja nicht sein, dass alle Mandanten unterschiedlich ihre Buchhaltung festschreiben müssen. Das heißt, zeitnah wird es im Laufe der Zeit sich so herauskristallisieren, dass es wirklich monatlich passieren muss, wenn nicht sogar noch früher besser. Bei der Kasse gibt es eben schon die Rechtsprechung, dass Kassenaufzeichnung zumindest am Folgetag, 2 Tage später, dass das noch im Rahmen des Zeitnahen heißt. Aber auch hier Vorsicht. Ne? Zeitnah heißt, ja, nicht unverzüglich, aber sehr dicht dran an unverzüglich. Ne? Momentan ist noch, wenn die Buchhaltung monatlich erstellt wird, ist alles entspannt. Aber das aber auch machen. So, das nochmal als Hinweis, weil oft werden wir immer wieder gefragt, wann die Buchhaltungsunterlagen einzureichen sind. Dann erzählt man das und warum und ich brauche ja nur Voranmeldung quartalsweise abgeben. Das ist nicht das Argument. Das Argument ist Festhalten der wirtschaftlichen Vorgänge. Ob dann die Voranmeldung mit Knopfdruck abgegeben wird, quartalsweise oder einmal im Jahr oder monatlich oder mit Dauerfristung, das hat mit der Buchhaltung nichts zu tun. Dass die Buchhaltung gemacht sein muss, um die Voranmeldung abzugeben, das ist klar. Aber das sind 2 verschiedene Sachen, die entkoppelt betrachtet werden müssen. Also nochmal, Buchhaltung immer monatlich und so wird es auch von uns gehandhabt und damit ist man auf der sicheren Seite.
Das zum Thema Buchhaltung und wann muss ich Unterlagen einreichen, wann muss ich sie erfassen, wie schnell muss ich was machen, das alles zu dieser Thematik. Wem der Kanal gefällt, abonnieren, wem das Video gefällt, Daumen hoch. Ansonsten teilen mit Leuten, die das zu interessieren hat, gerade was Gründe angeht, dass die gleich so richtig in der richtigen Routine sind. Und ansonsten sehen wir uns auch auf den anderen Kanälen wie Facebook, Twitter und Instagram. Kontaktdaten lasse ich hier, falls hier Fragen sind, kommentieren, ansonsten anrufen, besprechen wir das Ganze, wie die Buchhaltung ordnungsgemäß aufgezogen wird, dass sie auch beim Unternehmer zeitsparend durchgeführt wird. Und ansonsten sehen wir uns auch auf diesem Kanal. Bis dahin, tschüss!